Bevor ihr einen Screenshot erstellen wollt, solltet ihr auf jeden Fall erstmal alles vorbereiten. Das heißt, das Molekül in die richtige Position bringen, wo man es auch hinhaben will, und so, dass man das ganze Molekül gut erkennen kann. Eventuell vielleicht umschalten auf Van der Waals Radiendarstellung bzw. eben Kalottenmodell. Eventuell auch hier die Einstellung noch verändern. Und wenn das richtig in der richtigen Position ist und richtig gedreht ist, kann man das Screenshot-Programm aufrufen. In der Schule unter Linux gibt es das Programm KSnapshot. Das starte ich meistens, indem ich die Tasten Alt F2 drücke. Dann erscheint da oben so ein Eingabebereich und da fange ich dann an, KSnapshot zu tippen. Und dann ist hier das Programm. Ich möchte in diesem Fall kein Vollbild haben, sondern einen rechteckigen Bereich. Alles andere interessiert mich jetzt auch nicht. Und dann starte ich mit neuem Bildschirmfoto. Kann den Rahmen auch noch verändern, sodass ich also nur den wichtigen Bereich drauf habe und tippe dann oder klicke dann zweimal auf das Bild, was ja hier oben steht. Und dann habe ich hier das Bild als Screenshot. Ich kann es entweder kopieren und direkt in die Textverarbeitung zum Beispiel kopieren oder speichern unter, indem ich eben einen Dateinamen angebe. Üblicherweise verwendet man als Dateiendung hier PNG. Das kann man dann eintippen und hat dann das entsprechende Bild auch vom Bildschirm abfotografiert.